Gott, was halt das? Ich begrüße euch dann auch ganz herzlich in der schönsten Stadt der Welt, Hamburg. Okay, die Hamburger haben geklatscht. Wie David schon gesagt hat, also gestern war der Release-Tag von Joomla 1.0 und gestern war auch mein Namenstag, das habe ich aus Zufall rausgefunden, also denke ich, bin ich qualifiziert, darüber zu reden. Reden oder genannt habe ich das Menschen-Tiere-Sensationen und es geht um 10 Jahre Joomla. Ich versuche das ein bisschen auf eine persönliche Ebene zu ziehen, also ein bisschen was zu erzählen von mir, wie ich das empfunden habe, diese 10 Jahre, und nicht die einzelnen Fakten runter zu beten. Die kann man überall nachlesen, das macht ja auch nicht wirklich Sinn. Die Geschichte an sich beginnt ein bisschen früher. Die beginnt schon so 2003, 2004, und zwar mit Mambo. Die meisten wissen es. Das war das System, was wir vor Joomla hatten. Und so 2003 und 2004 war ich also auf der Suche nach einem CMS. Ich hatte da zu dem Zeitpunkt eine eigene Firma und kam eben zu der guten Erkenntnis, dass eben eine Webseite für so eine eigene Firma dann auch ganz praktisch ist. Und war wie viele Leute eben auf der Suche nach einem CMS und kam dann eben dazu, dass ich im Mambo gefunden habe, nachdem ich mir irgendwie ein paar andere eben auch angeguckt hatte. Und was ich an Mambo so gut fand und was ich mir oft eigentlich auch bei Joomla wünschen würde, das ist diese Tagline. Ich weiß nicht, wer sie noch kennt. Power in Simplicity. Schwer auszusprechen, aber wirklich eigentlich ein ganz toller Slogan, dass man eben versucht, die Sachen doch noch irgendwie einfach zu halten oder einen einfachen Zugang dazu zu haben. Das fand ich eigentlich sehr, sehr stark. Und bin dann irgendwie so in diese ganze Szene reingerutscht, mit Sprachfiles übersetzen und im Forum rumtummeln. Und habe dann auch so festgestellt, so für mich, da herrscht ja schon mal so ein ganz schön rauer Ton. Also das geht auch netter. Jetzt sagt man mir nicht unbedingt nach, dass ich irgendwie nicht irgendwie mal ein klares Wort irgendwie sowohl vertragen kann, als auch austeilen kann. Lieber austeilen, aber von daher, ja, habe ich mir überlegt, was kann man da tun? So, und es war eine relativ kleine Gruppe, die da sozusagen zusammen war, und wir haben uns dann getroffen, und zwar in der allerschönsten Stadt der Welt, in Aachen. Das ist nämlich meine Heimatstadt. Aachener hier, sehr gut. Wir hatten schon so ein bisschen so die Idee, man könnte irgendwie so ein Event machen, wenn man sich mit vielen Leuten trifft, dann ist das irgendwie doch, dann wird das lockerer, dann versteht man die anderen Leute besser und geht auch ein bisschen freundlicher mit denen um. Also man sollte sich mal so einen Tag treffen, Day, Mambo Day, war dann die Idee. Und was macht man so in Deutschland, wenn man mit knapp so 7 Leuten, 8 Leuten zusammensitzt? Man gründet einen Verein. So. Der Mambo e.V. war geboren und er war auch nicht so wirklich schnell tot zu kriegen. Auch lange Zeit, nachdem Joomla oder Mambo schon Joomla hieß, hieß der Mambo e.V. immer noch Mambo e.V. Das hatte auch ein bisschen mit der Dickköpfigkeit des Vorsitzenden zu tun, der einfach sich nicht unbedingt von OSM alles reinreden lassen wollte. Und dann haben wir einfach eine lange Zeit eben weiterhin Mambo e.V. geheißen. Heute heißen wir Jane Beyond e.V., auch nicht Joomla. Es gibt einen Joomla e.V. Ja. Kommen wir ein bisschen weiter. 27. Mai 2005 war dann wirklich der Tag, der erste Mambo Day. Und wir hatten da so eine Tagline drüber, Where Mambas Meet. Hört sich irgendwie ganz witzig an. Wir haben das also nicht gemacht, weil wir hohen Besuch aus England hatten, nicht die Queen. Brian Tiemann kam,
Und wie wir so gehört haben von den Reiseberichten danach, war er wohl ein bisschen unsicher, sage ich mal so. Werden nämlich alle verstehen, ich spreche ja nur Englisch und so. Er ist viele Male wiedergekommen und auch heute hier. Von daher kann es nicht so schlimm gewesen sein oder ist es weiterhin nicht so schlimm. Gut, der Mamudé war relativ erfolgreich, denke ich mal. Das war eine schöne Veranstaltung rund, was war nur ein Tag. Wir haben uns da schön zusammengesetzt und hatten super Wetter. Und nur kurze Zeit später war dann eben Mambo nicht mehr Mambo, sondern auf einmal Jula. Im Grunde genommen hat uns das nicht wirklich so ganz so viel tangiert, weil wir waren eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir hatten den Verein, wir hatten ein bisschen Geld, wir hatten Kontakte, wir hatten schon mal so eine Veranstaltung gemacht und haben dann gedacht, okay, komm, dann machen wir einfach jetzt 2006 einen Joomla Day und dann ist das Thema durch. Also dann machen wir einfach da so weiter. Wir nennen es einfach um. Leider Gottes waren wir nicht die Ersten, wir sind ja immer gerne die Ersten, aber unsere holländischen Freunde, und das sage ich wirklich ehrlich so, weil es auch so ist, ein paar von den Leuten von der holländischen Community waren auch schon auf dem ersten Mambo Day und die waren auf jeden Fall vor uns und haben also den ersten wirklichen Joomla Day organisiert und so ist das nun mal. Da müssen wir mit leben. Und ich weiß gar nicht, sind welche hier? Ich habe jetzt so erzählt, dass das sind wenige. Du bist aus Holland, weiß ich. Da hinten ist noch einer und so. Ja gut, dann vielleicht an die paar Adresse. Also wir werden euch bei der Fußball-EM vermissen. Von daher. Ja. 2006 noch eine kleine Anekdote. Trat dann auch jemand anders in diese Mambo-Szene ein. Den habt ihr gerade schon gesehen, der war so freundlich und den Level für diesen kleinen Vortrag und diese kleine Erzählung hier etwas höher zu legen. Das war der David. Und der David war zu der Zeit noch was jünger, wie wir alle, und Schüler. Also brauchte David eine Art Entschuldigung, um zu dem Joomla Day zu kommen. Ja, die habe ich ihm dann auch damals geschrieben und er kam dann eben auch und wuselte und husselte dann eben auch durch die auf dieser Veranstaltung und war sehr, sehr hilfreich, wie eben auch immer. Und ich glaube, es war eine super Entscheidung, ihm damals die Entschuldigung zu schreiben, ihn willkommen zu heißen in unserer Community, weil heute ist er wirklich einer der aktivsten in unserer deutschen Community und hat ganz viel bewegt. Insgesamt glaube ich, wir können richtig stolz sein. Und das, stolz ist vielleicht nicht immer so, wie man es nennen sollte, aber wir haben wirklich als deutsche Community eine ganze Menge bewegt in diesen 10 Jahren. Wir haben wir eigentlich jetzt mittlerweile Joomla.de relaunched? Kommt aber bald. Ja, so ist. Oh shit, vergessen. Also da kommt noch irgendwas. Da kommt gar nichts. Gut. Also wir haben eine ganze Menge Joomla Days. Das kommt im Grunde genommen initial von uns ein bisschen. Das sind mittlerweile über 200, die weltweit stattgefunden haben. Wir werden nächstes Jahr die 7. internationale Conference Jane Beyond, diesmal in Barcelona. Ihr seid alle eingeladen, wenn du Tickets kaufst. werden wir organisieren. Wir haben das Forum neu aufgesetzt. Wir haben einen ziemlich extrem großen Pizza Bugs & Fun Event letztes Jahr gehabt. Nee, dieses Jahr war das. Dieses Jahr. Und nächstes Jahr wird es ein Joomla Camp geben in Essen, eine Art Ankonferenz. Ich persönlich sage ja immer, wer eine Ankonferenz macht, ist nur zu faul für ein Programm zu machen. Aber naja, wir machen es trotzdem. Ja, wie ich sage. Ich denke, wir sind wirklich, und das kann man ganz klar sagen, stärker, engagierter und besser aufgestellt denn je. Also für Joomla und für Joomla in Deutschland habe ich da wirklich überhaupt gar keine Ängste. Das funktioniert alles super. Vor 10 Jahren waren wir wesentlich weniger vernetzt, muss man ganz klar sagen.
Es war der Kreis war kleiner und jetzt ist es ganz viel. Ich weiß nicht, die letzten Zahlen, also ich glaube, wir haben jetzt in dem Glip-Chat, wer das noch nicht kennt, es gibt eine Software, die nennt sich Glip, da gibt es Chatrooms und da kann man sich einfach anmelden oder beziehungsweise, wenn man nicht die richtige E-Mail-Adresse hat, kann man dann einen Invite für bekommen und da ist sozusagen die ganze deutsche Community kann sich da treffen. So, also wer da gerne möchte, kommt einfach mal zu David oder zu mir, dann schicken wir euch dafür einen Invite. Ich persönlich sehe Open Source und freie Software als wirkliche Erfolgsgeschichte. Vor 10 Jahren oder 12 Jahren, als ich da irgendwie reingekommen bin zum ersten Mal, hatte ich damit nicht wirklich was am Hut, muss ich gestehen. Klar, ich kannte irgendwie Linux und so, aber so richtig hatte ich damit nichts zu tun. Und auch so die ganze Motivation, die in der steckt, die, muss ich gestehen, habe ich am Anfang gar nicht verstanden. So. Klar, so mal ein bisschen was zu übersetzen oder so und dann das bereitstellen oder so, das war klar, das kann man machen, ne? Das war nicht viel Arbeit. Aber es gab ja dann wirklich ganz viele Leute, die extrem viel Zeit in dieses Projekt investiert haben. Und wie gesagt, und das eben weltweit. Ich glaube, die Antwort darauf warum die Leute das machen, das ist, glaube ich, dieses gemeinsame etwas schaffen. Und gemeinsam an etwas arbeiten, was groß ist, was man alleine vielleicht nicht hinbekommt. Und das ist so die Motivation, die ich in diesen Open-Source-Projekten sehe oder wie ich mir zumindest das erkläre, dass die Leute da was machen. Weil Geld kann es nicht sein, weil wir kriegen alle kein Geld. Es mag auch in der zweiten Ebene, dass man ein Business hat und dass man da vielleicht noch Geld mit macht. Okay, das ist aber ein anderes Thema. Es gibt eben aus meiner Sicht sowieso immer diese zwei Seiten, das ist ein Business-Anteil in Open Source, ohne irgendwelches Business, wo Geld bei am Ende rauskommt oder übrig bleibt, hätten wir keine Sponsoren, könnten wir diese ganzen Sachen nicht machen. Von daher, richtig. Geld an sich, und das kann man in das belegen Studien, die unsere die großen Bedenkenträger über dem Teich gemacht haben, sowieso nur bis zu einem gewissen Level ist das Motivation. So, Motivation, Zeit investieren. Ich bin auch schuldig, dass ich viel Zeit in dieses Projekt investiert habe, ganz klar. Und für mich jetzt selber, und das hört sich vielleicht auf den ersten Blick oder beim ersten Hören ein bisschen komisch an. Für mich ist mit diesem Einbindung in diese internationale Community und eben viele Leute auf Events kennenlernen, die Welt in einer gewissen Weise so ein bisschen enger, so ein bisschen kleiner geworden. Ich gebe dazu ein Beispiel, dann wird das vielleicht klarer. Gestern Morgen bin ich in Richtung Hamburg gefahren und habe im Radio gehört, Erdbeben in Chile. Das Erste, und das ist kein Scherz, woran ich gedacht habe, war, oh, hoffentlich geht's Guillermo gut. Einer aus unserer Community. So, ja? Marco auch, genau das Gleiche. So, das ist das, was ich meine. Man kennt so viele Leute und irgendwie überall auf der Welt wüsste ich, dass irgendwer ist. Und wenn irgendwas passiert, dann denke ich eigentlich immer direkt erst da dran. Weiterhin denke ich, dass auch Software und auch gerade Content-Management-Systeme haben wirklich auch einen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Die machen zumindest eine Sache möglich, dass also jeder Informationen auf einem relativ einfachen Wege bereitstellen kann. Ich kann das irgendwie Demokratisierung von Informationen. Jeder muss dann selber entscheiden, ob diese Information, die er da abzieht oder die er da bekommt, ob die valide ist, vernünftig ist, ob die überhaupt irgendwas taugt und ob das nur wirklicher Blödsinn ist. Das muss jeder selber entscheiden. Aber zumindest die Möglichkeit ist da, dass man das hat. Ups. Und es hält nicht nur bei Software und es hält nicht nur bei Informationen. Der Gedanke ist auch zumindest ist mir ein Beispiel jetzt eingefallen, breitet sich ja auch aus. Ich weiß nicht, ob irgendjemanden OSSI, eine Organisation OSSI, was sagt.
Das ist eine Organisation, die versucht, auf Saatgut eine Open-Source-Lizenz drauf zu machen. Dass also diese Sache, Saatgüter, sozusagen verfügbar für die Gesellschaft sind. Und eben nicht von Großkonzernen wie Monsanto patentiert werden und sozusagen da wohl kontrolliert werden. Im Grunde genommen auch so ein bisschen Open Source. Der Gedanke zumindest, der Versuch, ist, das klappt nicht so ganz so toll, muss man auch dazu sagen. Aber der Grundgedanke steht genau dahinter. Derjenige, der das gemacht hat, dessen Sohn, der hat wohl im Open Source Projekt gearbeitet und dann hat er jetzt gedacht, oh, könnte ich das nicht vielleicht irgendwie auch noch so machen. Und ja, wie gesagt, der Gedanke breitet sich aus, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Es macht eben nicht halt bei Software und ich wünsche Monsanto zum Beispiel den ähnlichen Spaß, den Microsoft mit anderen Open-Source-Sachen hatte. So, ich denke, es bleibt spannend, ganz klar, Open-Source. Und Menschen-Tiere-Sensation. Ich habe, glaube ich, viel über Menschen gesprochen, nicht über Tiere. Also, nee, gar nicht, noch nicht mal wenig, gar nicht über Tiere. Und Sensationen, weiß ich nicht. Zumindest eine Sache, die ich sensationell finde, und das ist Joomla. Vielen Dank.